Ja, hallo, ich begrüße Sie auf dem Kanal für spontane, positive, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg von Life. Und auf diesem Kanal mache ich also das zum Thema, der Babyboomer in Sonnenlife. Darüber berichte ich, dass die Inhalte des Themas. Und die Frage ist ja, warum sollte man im Alter überhaupt noch ins Online gehen? Und warum macht man das? Was verspricht man sich davon? Und wozu soll das gut sein? Also ich sage mal hier, dass ich auf diese Weise auch mein Altern dokumentiere. Also man dokumentiert sein Altern, seine Ausfälle, seine Eitelkeiten und Uneitelkeiten. Man dokumentiert den eigenen Verfall, den eigenen Abbau. Und das ist auch irgendwie interessant zu sehen. Und ich dokumentiere auch die Schwankungen. Also zum Beispiel sind meine Tagesmotto oft sehr unterschiedlich. Das wenn ich am selben Tag mache, dann habe ich so welche, da bin ich ganz gut drauf, und wieder andere, 2 Stunden später, dann verhaspele ich mich, dann bin ich unkonzentriert, dann fahre ich. Also das sind enorme Unterschiede, und das finde ich auch interessant, das jetzt mal so überhaupt zu sehen. Ne? Normalerweise lebt man ja so, man hat so ein Selbstbild im Kopf. Und richtet dann diesen Selbstbild aus, und was nicht da reinpasst, das wird weggeschnitten, ausgeklammert, ausgeblendet. Und das geht dann aber nicht, wenn man sich jetzt quasi ja immer vor der Kamera präsentiert und dann jeden Tag regelmäßig immer wieder davor stellt. Und dann sieht man erstmal, ah, da ist er gut drauf, da ist er müde, da ist er unausgeschlafen, oh, sieht er heute unten. Ja, man hat einen dreckigen Pullover an, dann wieder nicht. Und dann ist er gekämmt, dann hat er das Kämmen vergessen. Also diese Unterschiede, die fallen mir sind so in der Realität nicht so deutlich auf, als wenn man die so sieht. Und das ist auch eine Form der Dokumentation des Alterns, des Alters und des Alterns, dass man das also sieht, wie man am Anfang war, wenn man enthusiastisch ist, wenn man begeistert ist, oder auch wie man sich präsentiert, wenn man jetzt ein bisschen depressiver ist, wie man, also wenn man zum Beispiel so die Videos vom Mai sieht und die Videos hier vom Oktober, November, Dezember, das ist ja schon ein großer Unterschied. Obwohl es immer noch derselbe Mensch ist, obwohl der Mensch jetzt nicht sonderlich gealtert ist, nach unserem Zeitempfinden, ein paar Monate mehr oder weniger, dennoch sieht man da teilweise ganz gehörige Unterschiede. Und mir ist dann nicht so ganz klar, wie weit ich das jetzt hier durch Training beeinflussen kann. Ich meine, man wird immer geübter, aber trotzdem. Guter Schauspieler kann vielleicht auch eine schlechte Leistung überspielen, aber ich sag mal, mir gelingt das nicht, und von daher finde ich das auch spannend und auch ein interessanter Aspekt, warum man jetzt im Alter das noch machen könnte, sollte, um das zu dokumentieren. Und Alter ist natürlich auch singulär in dem Sinne, als jedes Alter natürlich einzigartig ist. Jeder Alte ist einzigartig mit seinen Lebenserfahrungen, mit seinen Erlebnissen, die er so hat, mit seinem Krankheitsbild, mit der Physis und so weiter. Und da gibt es dann also doch schon ganz unterschiedliche Bilder. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man das wirklich hier so unzensiert und uninszeniert macht. Die meisten Videos sind ja inszeniert. Videos und Fernsehsendungen sind inszenierte Videos. Da sind Leute, da gibt es eine Beleuchtung, da gibt es Mikrofone,
Da wird der Ton verbessert. Da werden die Texte natürlich eingeblendet, dass man die nur noch ablesen muss. Oder die Texte werden stundenlang auswendig gelernt, um dann wieder flüssig heruntergeraspelt zu werden. Und so. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorbildungen. Ne? Jeder Ältere hat ja irgendwie so eine andere Lebensgeschichte, eine andere Prägung, eine andere Sozialisation. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Und das ist natürlich auch, das sind sozusagen auch die Ressourcen, die er einsetzen kann oder auch nicht einsetzen kann. Und von daher haben wir dann also auch ein spezifisches Blickfeld, eine spezifische Perspektive im Video und auf denjenigen, der das Ganze macht. Also das ist auch so der Aspekt der Authentizität und des Dokumentarischen, den ich gut finde. Ja, das wollte ich noch gesagt haben zur Begründung für ein Video im Alter und dass das Ganze natürlich auch spannend ist, dass es eine Herausforderung ist, brauche ich nicht zu sagen, ist vielleicht schon deutlich geworden. Man muss ja erstmal das alles erwarten und lernen und wenn das für die auch Neuland ist, ja, als Hausfrau oder als Hausmann, als Rentner. Und ich sag mal, für viele Rentner heute dürfte das ja Neuland sein. Vielleicht sind jetzt manche natürlich vorher schon mal gefilmt worden von jemandem auf der Arbeit, in der Arbeit, im Unternehmen und so weiter. Aber das ist etwas anderes, als jetzt hier die Kamera selber hier hinzustellen und sich davor zu stellen. Und dann da so etwas ja, von sich zu geben, leidend oder nicht, oder deppert oder nicht, und sich mit seinen eigenen Unvollkommenheiten auseinanderzusetzen. Weil eigentlich finden wir uns ja immer nur so großartig und sehen uns gerne so in einem großartigen Lichte. Und nur wenn man dann selber davor steht, dann sieht man sich dann mal ja, mehr so in der Realität. Und das muss man aushalten können, das muss man aushalten können, das muss man ertragen können. Und dazu braucht es Stärke, Ich-Stärke, dazu bedarf es Willenskraft und Willensstärke und Selbstbewusstsein natürlich. Wenn sie natürlich Angst haben, dass Leute da Anstoß nehmen, dass sie dann nicht so toll aussehen, und dann funktioniert das nicht. Und dann wird die Hemmschwelle immer größer und größer und größer. Ja, das war sozusagen der zweite Grund, warum man das machen kann. Und ja, ich glaube, das weiß ich mir persönlich ein. Wir haben jetzt 20 vor 1. Ich mache mal Schluss hier mit der Fernbedienung. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert.